Man konnte heute sehr viel über die mentale Verfassung der Aktienmärkte in den USA lernen und alles deutet darauf hin, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo die US-Privatanleger kapitulieren. Die liegen deutlich stärker hinten als der Leitindex S&P 500 selber. Warum? Weil man eben auf Aktien wie Tesla, auf andere ehemalige Highflyer gesetzt hatte, die natürlich in Zeiten ultralaxer Geldpolitik nach oben spekuliert worden waren, jetzt aber in Zeiten des monetären Klimawandels, in dem die Fed und andere Notenbanken die Daumenschrauben anziehen, fallen diese Werte besonders deutlich. Deswegen liegen diese Privatanleger deutlich stärker im Verlust als der Index S&P 500 selber. Und jetzt sehen wir in den letzten Tagen, dass hier Anleger, Privatanleger massiv Aktien auf den Markt schmeißen, mit blutenden Händen abdrücken. Und das kann bedeuten, dass wir in nächster Zeit, vielleicht noch im Oktober, spätestens Anfang November, wohl einen kurz- bis mittelfristigen Boden bei den Aktienmärkten sehen werden. Nämlich dann, wenn die Aktien von den schwachen in die starken Hände gewechselt sind. Es kommt eben nur darauf an, welche Aktien. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben heute wieder einen Abverkauf. Aber schon die Tage davor sehen wir, dass vor allem Privatanleger Einzelaktien sehr, sehr stark verkauft haben. Eine Apple, eine Meta, eine Google sind hier praktisch in Rekordtempo und Rekordvolumen verkauft worden. Das sind die stärksten Verkäufe von Einzelaktien seit dem März 2020, also seit dem Corona-Crash. Und hier in der unteren Grafik, ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, da sieht man hier mit dieser rosa Linie, dass die Privatanleger ja jetzt so um und bei 35% in den Miesen sind, deutlich, deutlich mehr, fast doppelt so viel etwa wie der S&P 500 selbst, und das erzeugt Schmerz. Jetzt kriegen es die Leute mit der Angst, also wird dann langsam abgedrückt und rausgegangen. Der Anlass heute eigentlich kein wirklicher für diesen Abverkauf, denn wenn wir uns die US-Arbeitsmarktdaten anschauen, dann waren die eigentlich jetzt nicht wirklich besonders negativ für die Märkte, muss man sagen. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, jetzt irgendwie panisch zu reagieren. Schauen wir uns mal die Schätzungen an, die im Vorfeld der Fall waren. Zwischen 350.000 und 200.000 neue Stellen. Was ist es geworden? 263.000 Stellen. Also im Grunde so wie erwartet schon. Dennoch die Märkte mit einem Abverkauf, vor allem weil die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenquote, auf 3,5% gefallen ist. Damit sind wir jetzt auf diesem Vor-Corona-Niveau. Pardon, und man kann zeigen, dass eigentlich immer dann, wenn die Arbeitslosigkeit bei 3,5% ist, dann passiert irgendwas. Und das wird auch diesmal so sein. Ich würde ziemlich deutlich darauf wetten, dass sich der Arbeitsmarkt, der ja ein sehr später, ein nachlaufender Indikator für die Wirtschaftssituation ist, der allerdings von der Fed sehr ernst genommen wird, weil sie sagt, naja, wir haben zwei Mandate, Vollbeschäftigung auf der einen Seite, also Arbeitsmarkt, und auf der anderen Seite eben die Inflation. Und Inflation ist ja ein Problem, Arbeitsmarkt ist super robust, also können wir doch einiges an der Zinsschraube drehen, ohne dass uns der Arbeitsmarkt jetzt komplett über den Jordan geht. Aber wir sehen schon bei so vielen Firmen, die jetzt Leute freisetzen, die sagen, bleibt mal besser zu Hause, wir sind unsicher über die zukünftige Entwicklung, das wird sich dann in den Daten niederschlagen. Hier sehen wir mal die Zahl, die Non-Farm Payrolls in der unteren Grafik, und da sehen wir, naja, das ist eher ziemlich mau, das ist so unteres Mittelfeld, was wir heute an Daten bekommen haben. Jetzt kann man all das natürlich so sehen, dass der Arbeitsmarkt ja nach wie vor robust ist, aber das ist schlichtweg so, dass natürlich hier jede Stelle gezählt wird. Wenn ich als Putzfrau 2 Stunden irgendwo arbeite in der Woche oder so einen absoluten Nebenjob habe, dann ist das eben ein neuer Job. Und bei der Arbeitslosenquote muss man wissen, das sind Telefonumfragen, die dermaßen nach alten Standards funktionieren, dass man diese Daten getrost in die Tonne klopfen kann. Es ist natürlich so, dass in den USA mehr Menschen arbeitslos sind als nur 3,5% der erwerbsfähigen Bevölkerung. Auch das ist eigentlich klar wie Kloßbrühe. Jetzt gibt es natürlich schon Äußerungen von Fed-Mitgliedern, die sich dann nach den Arbeitsmarktdaten geäußert haben, so etwa Williams, New York Fed, der gesagt hat, ja, die Fed-Aktionen beeinflussen die globale Wirtschaft, aber unser Fokus ist die USA, ja, das kann man sich vorstellen. Wir müssen die Zinsen so bis 4,5% anheben über die Zeit, und die Geschwindigkeit würde von den Daten abhängen. Naja, vielleicht sollte man es machen,
wie der weißrussische Präsident Lukaschenko, der einfach gesagt hat, ab heute ist die Inflation verboten. Ne? Also, dass die Fed auf solche Ideen nicht kommt, wundert mich. Jedenfalls hat Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, also derjenige, der gerne die Sicht der Fed wiedergibt oder vielleicht auch so eine Art beauftragter Sprecher der Fed ist, der hat gesagt, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt überragend, dass die Fed dann Anfang November einen großen Schritt macht. Aber, also wieder 0,75% anhebt. Aber wir haben natürlich nächste Woche noch die Inflationsdaten, aber wir sehen die Terminal Rate Expectations wieder nach oben gegangen. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit eines 0,75er Basispunkteschritts dann Anfang November bei 80% jetzt aktuell. Und wir sehen hier einen breiten Abverkauf an der Wall Street. Nasdaq über 3% im Minus. Interessant ist allerdings, dass der VIX nur 2% gestiegen ist. Das ist eigentlich relativ wenig, wenn wir solche deutlichen Verluste haben, etwa beim S&P von auch gute 2%. Normalerweise sehen wir dann stärkere Anstiege bei der Vola. Und interessant auch, wie ich finde, dass zwar die Renditen für US-Staatsanleihen gestiegen sind nach den US-Arbeitsmarktdaten, aber seitdem auch wieder runterkommen. Wir sehen also praktisch gestiegene Renditen, die sich jetzt wieder in Richtung Ausgangsniveau von vor den Zahlen bewegen. Aber die Aktienmärkte sind ein bisschen panisch mit einem VIX, der diesen Abverkauf zumindest nicht bestätigt. Dennoch sehen wir hier diese Schwäche, die jetzt möglicherweise mit der Fünferwelle hier im Chart von Ron Walker vielleicht begonnen hat, würde bedeuten, dass wir neue Tiefs machen. Wir sind ja nicht mehr allzu weit entfernt von den Tiefs, die wir im Juni gesehen haben, beziehungsweise die wir dann kurz nochmal sogar unterboten hatten, kürzlich, bevor dann diese Erholungsbewegung einsetzte. Aber hier der Market Breath Market Timer Oscillator, ebenfalls von Ron Walker, zeigt, wie weit wir schon unten sind, wie ausgebombt die ganze Geschichte schon ist. Da wird sich bald etwas tun, da wird sich bald ein Boden finden. Zumal die Fed mit ihrer Inflationsrhetorik natürlich meilenweit von den Märkten entfernt liegt. Wenn wir uns jetzt mal die Märkte anschauen bei den 10-Year Break-Evens, sowohl in Deutschland als auch in den USA, obere Grafik, die Inflation Expectations, also das, was die Märkte an Inflation erwarten. Und wir sehen, die Inflationserwartungen gehen zurück seit einiger Zeit. Also das ist konträr zu dem, was die Fed annimmt. Und insgesamt sehen wir, dass, wie Alf hier zeigt, in diesem Chart der Kreditimpuls natürlich sehr negativ ist. Und all diese Dinge deuten darauf hin, dass bald eine sehr gute Zeit für Anleihen kommt. Die Anleihen dürften besser laufen als Aktien in nächster Zeit. Etwa langlaufende US-Staatsanleihen sind jetzt interessant. Auf die kann man auch spekulieren. Sogar mit der CFD. Es wird immer wieder gefragt, ja, wie kann man das denn umsetzen? Man kann das mit ETFs machen, man kann das mit CFDs machen. Dass man also von steigenden Kursen ausgeht und fallenden Renditen, wie gesagt, keine Garantie, kann auch weiter noch anders laufen, aber ich denke, unser Long Run ist das eine Geschichte mit einer sehr guten Chance-Risiko-Ausgangslage. Right now, 5-Year Real Yields are trading 150 Basispunkte above neutral. Also die Realrenditen bei 5-jährigen Anleihen. Realrendite heißt ja immer das, was die Renditen widerspiegeln, der US-Staatsanleihe, minus die Inflationserwartung, also nicht minus die faktische Inflation. Und wir sehen jedes Mal, wenn wir da über den Faktor 1 kommen, dann bricht etwas, dann geht etwas kaputt. Und es ist eine Frage der Zeit, bis etwas kaputt geht, je länger wir sozusagen so positive Realrenditen sehen, und das wollte die Fed ja sehen, umso stärker die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo etwas bricht. Wir sehen schon Brüche, vor allem im Semiconductor-Bereich, also im Halbleiterbereich. Wir haben schwache Ausblicke und Zahlen von AMD gesehen. Wir haben Samsung deutlich schwächer als erwartet. Wir sehen, dass die Semiconductor sich deutlich schlechter entwickeln, etwa als der MSCI World. Atemberaubender Nachfragerückgang, so heute ein Artikel bei uns. Und natürlich, dieser Tech-Sektor, der ist verantwortlich für immens hohe Bewertungen. Wir sind jetzt gerade mal nach diesen Abverkäufen, die wir jetzt vor allem seit Anfang 2022 erlebt haben, auf dem Niveau, was den Buffett-Indikator, also praktisch die Bewertung der Firmen in Relation zum BIP der USA betrifft, von kurz vor Platzen der Dotcom-Blase war damals ein spektakulärer Rekord, der dann durch die ultralaxe Geldpolitik der Fed dann nochmal überboten wurde ab 2020, jetzt also praktisch wieder der Rückgang. Und das liegt natürlich an Aktien wie Tesla, die so hoffnungslos überbewertet sind, aber jetzt natürlich in einer Situation sind, wo charttechnisch wahnsinnig viel Unheil passieren kann. Das sieht nach einer ziemlich abgeschlossenen
Formation aus mit einer Schulter, Kopf, Schulter. Da ist ja die fantastischste Fantasie eingepreist gewesen, aufgrund des Marketinggenies meines 38 besten Freundes Elon Musk. Aber irgendwann kannst du sozusagen nicht mehr mit Tricks und ein bisschen Nachhilfe in Sachen, naja, wollte ich jetzt nicht mal weiter ausführen, aber auch mit handwerklichen Methoden nicht mehr diese Luftblase oben halten. Das ist natürlich die Gefahr auch für die Märkte. Tesla immer noch mit einer Marktkapitalisierung von 700 Milliarden Dollar, viel zu viel. Nach wie vor eben praktisch komplett überbewertet, und das gibt natürlich dann nochmal Abwärtspotenzial, wenn die Luft aus solchen Aktien dann auch entweicht. Einer sieht hier totale Panik voraus oder will sich zumindest dagegen absichern. Der hat 50.000 Optionen gekauft für knapp 1 Million Dollar und wettet damit, dass der VIX, die Vola, also einmal 150 erreicht, und 150 ist totales Panikniveau. Also wenn das passiert, dann ist wirklich Land unter, jedenfalls jemand spekuliert drauf. Das ist schon erstaunlich. Könnte passieren, wenn wir so einen Lehman Crash 2.0 bekommen, wenn irgendwie ein Dickfisch, ein systemrelevanter Dickfisch etwa pleite geht vielleicht. Jedenfalls sehen wir das, wenn wir jetzt mal weg von der Wall Street kommen, dass die Bank of England jetzt zugegeben hat, ja, es waren britische Pensionskassen, die kurz vor dem Kollaps standen. Deswegen mussten wir das machen. Das ist also jetzt offiziell. Ich hatte in einem Video ja den Mechanismus beschrieben, warum die so in Schieflage geraten waren. Und das fürchtet jetzt auch die EZB offenkundig. Man drängt Banken zur Zurückhaltung bei Boni und Dividenden, Gefahr drohender Zahlungsausfälle, concerned about potential wave of defaults on banks. Also der EZB geht langsam die Muffe. Und da gibt es ja ein paar Kandidaten, Credit Suisse, die ja jetzt heute sich zunächst mal erholt hat, wieder, nachdem man eigene Anleihen kauft. Also da gibt es, wenn man so will, einen Unfall mit Ansage eines relevanten Players in den Finanzmärkten. Wenn wir jetzt nochmal zur Energiethematik kommen, heute ja die Energieminister wieder mit Beratungen, wie man den Gaspreis irgendwie deckeln kann. Das Problem ist, dass man damit die ganze Geschichte noch schlimmer macht, denn wir haben schlichtweg zu wenig Gas, und das ist eine Mangelsituation, die für die Energie insgesamt gilt. Wie kann ich eine Mangelsituation bewältigen? Indem ich versuche, das Angebot auszuweiten, nicht indem ich versuche, Preisdeckel zu installieren. Denn wenn ich Preisdeckel installiere, dann werde ich bei manchen, die sehr teuer produzieren oder sehr teuer das Gas fördern, die sagen, ja, aber für diesen Preis, der hier gedeckelt ist, kann ich es nicht. Also wird das Angebot nicht auf den Markt kommen. Die Folge von Deckeln, Preisdeckeln sind immer Mangel, und wir sind dann praktisch dabei, diesen Weg zu gehen. Halte ich für einen schwerwiegenden Fehler, der derzeit passiert. Dennoch, der Gaspreis fällt deutlich, weil einfach die LNG-Lieferungen derzeit so stark sind. Wir sehen 175 Euro jetzt, heute alleine 10%. Und wenn wir hier mal schauen, wir waren so im Ende August, Anfang September, waren wir noch bei 350. Jetzt sind wir also bei 157. Da ist schon einiges passiert. Muss man da den Preis deckeln, wenn ein Markt denn nach unten will, wie offenkundig der Gasmarkt? Jetzt neue eine Studie, die zeigt übrigens, dass, würde man die deutschen Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, der Effekt stärker wäre als mit einer extrem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich etwas, was die Herrschaften in der Regierung wahrscheinlich nicht so gerne hören, aus ideologischen Gründen, vermute ich mal. Jedenfalls hier eine interessante Studie, die da erschienen ist. Interessant auch, dass Putin offenkundig von seinem inneren Circle so ein bisschen jetzt unter Druck gekommen ist. Das macht diesen Ukraine-Krieg nicht weniger gefährlich. Putin braucht jetzt irgendwie mal einen offensiven Schritt, hat man das Gefühl. Der Kreml hat jetzt auch Staatsmedien erlaubt, da Kriegsfehler zuzugeben oder zu erklären. Ja, es läuft nicht so besonders gut. Auch das ist eine interessante Entwicklung. Und interessante Entwicklungen auch, wie wir sehen, dass etwa die Investoren massiv in sichere Häfen jetzt abgewandert sind. Investoren fliehen in Cash, wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Also die gehen in Geldmarktfonds, die gehen raus aus Aktien, raus aus Anleihen vor allem. Man geht aus allem raus,
nur eben nicht aus Cash, und das ist auch eine gute Situation, eigentlich kontraindikatorisch. Wir sehen etwa Geldabzüge vor allem aus europäischen Aktienmärkten jetzt schon mit einem neuen Rekordwert. Es ist, glaube ich, jetzt viele, viele Monate, dass nie irgendwie wieder Geld in europäische Aktien in Netto geflossen ist, sondern es wurde abgezogen. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, Andreas Beck, der ja jetzt kein schlechter ist, der sagt, die Trendwende ist da, ich kaufe Aktien. Das Inflationsproblem in den USA gibt es gar nicht mehr, sagt er. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Sehr kluge Aussagen von Andreas Beck. Der sagte, Monat zu Monat in den USA, Inflation eigentlich gar nicht mehr das wirkliche Problem. Das wird dann sich durch das System auch irgendwann rumsprechen. Also zwei Artikelempfehlungen. Jetzt empfehle ich ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ich hoffe, wir sehen uns an alter Frische am Montag. Servus und ciao.